Ich glaube, wir haben eine neue Grenze des Üblen entdeckt. Das Geräusch da, was das sein? Blöde Geräusche. Und der nächste Nachruf. Testament gemacht. Du Seelen deines Tod. Du Seelen, Mensch, das dein. Geschafft. Auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Hey, warte! Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Wenn es keine halt mir dumme Arschlöcher vom Leib Versicherung ist, habe ich kein Interesse. Sei doch nicht so. Ich glaube, dir wird mein Angebot gefallen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast.
Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Wieso musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Du bist ein Ghoul? Ganz genau. Gefällt dir mein Gesicht? Ich finde, es verleiht mir einen sexy König der Zombies-Look. Kommt super an bei den Ladies. Pass auf, hier sind eine Menge Rat-Freaks wie ich unterwegs. Du solltest solche Fragen das nächste Mal also vielleicht besser für dich behalten. Good Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Aus dem Volk, für das Volk. Oh, Junge. Ich weiß jetzt schon, dass ich dich mögen werde. Sieh diese Stadt einfach als deine Heimat fernab der Heimat an. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Eine neue Spielfigur in Good Neighbor. Hallo, kleiner Bauer. Willkommen zu unserem lustigen Spielchen. Wer auch immer diese stählerne Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn von wegen, wir kommen in Frieden, kaufe ich denen nicht ab. Netter Pip-Boy, Bruder. Pass gut auf den auf. Hey. Hey. Was gibt's? Was für ein Tag, hä? Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser vom Good Neighbor fernhalten. Mehr sag ich nicht. Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Hast du da gerade was von Leuten gesagt, die dich anschreien? Ganz richtig. Einige der Fremden, die hierher kommen, haben noch nie vorher einen Ghoul gesehen. Ich glaube, die kommen einfach nicht mit meiner freundlichen Ausstrahlung klar. Also, brauchst du ein paar Vorräte? Hast du Arbeit für mich? Ja, hab ich. In der alten Stadtbibliothek Bostons haben sich Supermutanten festgesetzt. Ich habe schöne Erinnerungen an den Ort aus der Zeit, als ich noch klein war. Und ein Mensch. Vertreib diese Monster von dort, dann zahle ich dir 200 Kronkorken. Kannst du mir sonst noch was über die Bibliothek sagen? Eine Menge der Vorkriegsgebäude haben automatisierte Sicherheitssysteme. Roboter, Geschütztürme, sowas in der Art. Auch viele Computer. Ich hoffe, du übernimmst den Job. Fällt dir vielleicht schwer zu glauben, aber als Kind war ich ziemlich schüchtern. Bücher waren während meiner Jugend meine besten Freunde. Ich glaube, die Bezahlung ist etwas mickrig dafür, dass ich ein ganzes Gebäude säubern soll. Hey, ich handle schon seit 200 Jahren Deals aus. Und du hast den Bogen soeben überspannt. Für den Job gibt es 200 Kronkorken. Nimm ihn an oder lass es. Abgemacht, Daisy. Danke. Hey, wenn du schon mal da bist, könntest du für mich dieses Buch zurückbringen? Ich habe es aus der Bibliothek. Frag lieber nicht, wie lange es schon überfällig ist. Ein paar super Angebote. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Wer, was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Oh, na klar, es sind nur... diese ganzen Metallplatten. Du bist ein Roboter, oder? Ein sehr weiblicher Roboter. War das eine Anmache? Da habe ich aber schon bessere gehört. Also brauchst du was?
Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft. Ich schau nochmal. Komm wieder, wenn du bereit bist, den letzten Schritt mit mir zu machen. Was? Hey, du. Suchst du Arbeit? Was für eine Art von Arbeit? Gute Arbeit. Unter der Aufsicht der besten Chefin, die du je haben wirst. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Ich arbeite an einem Projekt, einem sehr großen. Wenn die falsche Person davon erfährt, könnte es mich in ernste Schwierigkeiten bringen. Es ist also etwas Diskretion gefragt. Ich habe hier ein wackeliges Kartenhaus aufgebaut, verstehst du? Da ist noch mehr drin. Glaub mir. Später bekommst du noch deutlich mehr. Nimm einfach die 50 Kronkorken. Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Ich erzähl dir, worum es geht. An die Arbeit zu gehen. Nein, ich folge dir nur darunter, um etwas zu trainieren. Sehr witzig. Naja, da unten wirst du jedenfalls reichlich trainieren können. Du wirst ein bisschen graben. Nach was buddeln wir? Vergrabenen Schätzen? So könnte man es nennen. Und nun mal im Ernst. Genug jetzt mit den Fragen. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Ja. Meinst du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller Meyer-Lurks. Scheiße! Was war das? Hey, sie sind hier! Wieder.
in deinen Händen eh besser aufgehoben. Cool. Da sind Meyerlurks. Was? Was soll das ganze Gelaber? Mach was! Aber schaut nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Hey, wer hat dir erlaubt, dich zu verstecken? Was ist in meinem Tunnel los? Sieht so aus, als gäbe es heute Krabben zum Abendessen. Du würdest Meyerlurk essen? Boah, nein, danke. Widerlich. Zäh, aber zugleich irgendwie schleimig. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Wer ist dieser Typ? Er ist genau der Richtige, um die Sache zu beschleunigen. Mag technische Spielereien, Geld... Und sonst eigentlich nichts. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin.
kommt mal her. Lasst uns ein bisschen reden. Ein bisschen labern. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding macht, aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey, Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Hab ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hätte er wohl gern. Hey, Daisy. Ruhe. Okay, okay, wir kommen vom Thema. Wo war ich? Ah ja, was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Also, was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Sins! Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Jet verdient. Das Institut. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonald schon gern mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten habe. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die er normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht! Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Hancock! Aus dem Volk! Für das Volk! Wenn du durch das Tor trittst, zeigt das, dass du Eier in der Hose hast. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Was? Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach MacCready? Er ist im Hinterzimmer. Mann, ich liebe dieses Lied. Pull up a chair. Blue, darf ich kurz? No, ich muss was erledigen. Wie geht's? To feel like a stranger. Wer hat im guten Leben gesagt? Strange. Wer ist der Boss in dieser zwielichtigen Zuflucht? Du schaust es dir gerade an, aber ich verkaufe dir einen Anteil. 100 Kronen. Nein, 50. 10? Ja, danke. Aber ich verzichte lieber. Did you come in just for the beer and cigarettes? A broken down dream. You're tired of chasing. Ooh, I'm just the girl to make you forget. So we're glad you dropped by. Come in, loosen up your tie. But if you're searching for something to bring you comfort, oh well, I'm the one you're looking for. Is
Is your motor running close to empty? Or are you running from yourself? Are you thirsty for a brand new kind of pleasure?